Gut. Also, wunderbar. Die Telekom-Botschafter-Community, die Corporate-Influencer-Community der Telekom-Botschafter gibt es jetzt seit über 5 Jahren. Und ich freue mich, mit euch diesen Community-Case. Für mich ist es vor allem ein Community-Case, mit euch zu teilen. Zuerst mal das Thema Communities und Corporate-Influencer. Was ist das für mich? Wie gehört das zusammen? Und wie denke ich über das Thema Communities? Für mich sind Communities und vor allem interne Communities Katalysatoren des Wandels. Sie sind eine der Organisationsformen der Zukunft. Sie ergänzen unsere Projektorganisation, unsere Formalorganisation und helfen Wertschöpfungsketten, die vielleicht gar nicht so schnell zusammengesetzt werden können, zusammenzusetzen. Ich merke das immer wieder in der Telekom-Botschafter-Community. Ich habe als Assistent des Geschäftsführers angefangen, habe dann tief in formelle Einheiten reingemailt und versucht, Dinge zu lösen. Und ich merke, dass ich Dinge in Netzwerken besser lösen lassen und in diesen Communities werden eben Wertschöpfungsketten flexibel zusammengesetzt und teilweise auch mit externen Partnern, in dem Fall, wenn sich die Community öffnet. Für mich ist diese Darstellung von Harold Jahre ganz wichtig geworden. Die hat man auch mal auf einem der Camps von Simon. Von daher herzlichen Dank, dass du diese Folie zu mir gebracht hast über den Harold Jahre. Worum geht's? Die Unterscheidung zwischen Arbeitsteams, Communities of Practice und Social Networks. In den Arbeitsteams herrscht eine starke hierarchische Struktur. Wir wollen Dinge erledigt bekommen, wohingegen in Communities die Möglichkeit da ist, das Thema Lernen viel stärker in den Fokus zu stellen, unsere Annahmen nochmal zu hinterfragen und einen deutlichen Schritt weiter zu gehen, als nur Dinge einfach zu erledigen. Und das Dritte sind die Social Networks, wenn man versucht, mit anderen sich zu connecten, über Unternehmensgrenzen hinweg. Und mein Punkt ist so ein bisschen, ich merke jetzt über die Zeit, dass das Thema natürlich Arbeitsgruppen, formale Organisationen in großen Organisationen immer wieder neu organisiert wird. Man sich überlegt, wie das am besten und kundenzentriert geschehen kann. Das Thema Communities of Practice und Social Networks, diese systematische Unterstützung, die muss immer wieder neu gefunden werden in Großorganisationen. Und ich merke, dass da viele Organisationen auf dem Weg sind, auch die Telekom sind auf dem Weg, zum Beispiel diese Rolle Community Manager zu definieren und zu sagen, was er auch für Nutzen für die Organisation bringt. Aber wir sind aus meiner Sicht noch nicht so weit, dass wir sagen, dass wir alle drei Bereiche so in der Art unterstützen, wie sie eigentlich unterstützt werden sollten. Warum? Damit Unternehmen agiler und schneller werden, damit Unternehmen schneller den Marktgegebenheiten sich anpassen können. Wenn sie das tun und wenn sie die drei Sachen unterstützen, dann können Sie das schneller. Also das Thema Communities aus meiner Sicht für Organisationen. Dann das Thema Corporate Influencer. Was sind das? Für mich sind Corporate Influencer prägend den ersten Eindruck einer Organisation. Sie stehen mit Leidenschaft hinter dieser Organisation, sind authentisch und glaubwürdig in ihrer Kommunikation, in ihrem Handeln. Sie hören ihrer Zielgruppe zu. Wir merken immer mehr, dass die Botschafter in Segmenten oder auch in Zielgruppen sind, wo wir über die Corporate Channels gar nicht hinkämen. Sie spiegeln Feedback aus der Community zurück in die Organisation, und zwar sehr, sehr schnell. Und sie wirken sich positiv auf die Online-Reputation aus. Ich merke das immer wieder, ich biete immer wieder an, wenn jemand ein Problem mit der Telekom hat, dass er sich bei mir meldet. Und das Postfach, jetzt gerade in dieser Woche, wenn man mal nicht so schnell reinwirft, kommen immer wieder Anfragen rein, auch von Kolleginnen, die ich zum Beispiel in Stuttgart auf der Social Media Night getroffen hat, vor über 2 Jahren, hat sich heute auch gemeldet und meint, kannst du mir mal helfen. Und das machen wir natürlich gern, weil wir Botschafter sind und für das Unternehmen stehen, soweit wir das können. Dann die Wirkungsebene des Community Building. Warum glaube ich, dass man auf mehreren Ebenen das Thema Community Building angehen sollte? Weil ich glaube, dass der Fokus nur auf eine Ebene viel zu kurz für das Thema greift. Und darum haben wir auch das Buch geschrieben, darum haben wir auch das Buch, das zusammen mit Klaus Eck entstanden ist, in 3 Kapitel oder in 3 große Kapitel geteilt. Einmal das Thema Organisation, welche organisationalen Rahmenbedingungen müssen bestehen, damit Communities funktionieren können. Dann das Thema Team, Kernteam, welche Leute und welche Rollen müssen gestaltet werden, damit sich eine Community entfalten kann. Und das Thema Person, beim Thema Corporate Influencer ist es das Thema Personal Branding, also für welche Themen stehe ich, welche Expertise habe ich und wie bringe ich die nach außen. Das sind so die 3 großen Themen,
mit denen wir uns in dem Buch beschäftigen, wo ich auch glaube, es sinnvoll ist, wenn man ein Corporate Influencer Programm aufbauen möchte, dass es sinnvoll ist, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch reinfragen. Ihr hört mich alle noch, richtig? Ja. Wunderbar. Ja. Ja, herzlichen Dank, weil ich gerade nur meine Folien sehe, aber das ist auch gut, dass ihr die Folien seht, dann könnt ihr mir besser folgen. Dankeschön. So, also, wie kann gutes Community Building funktionieren? Eben auf diesen drei Ebenen. Auf die drei Ebenen gehe ich jetzt kurz ein, um danach dann auf die Telekom-Botschafter-Community einzugehen. Organisation, die Grundlagen müssen stimmen. Also ich bin mir sicher, dass wir deshalb so erfolgreich sind mit den Telekom-Botschaftern im Best Case, weil wir diesen Community-Angang gewählt haben, schon vor mehreren Jahren. Wir haben Social Software verwendet, woran ich glaube, dass die Frage in der Technologie gar nicht so wichtig ist, sondern man sich wirklich überlegen muss, wie man die Innenvernetzung stärkt, um nach außen wirken zu können. Aber man braucht aus meiner Sicht Social Software. Eine E-Mail-Liste reicht nicht. Wir haben dazu unser internes Social Network genutzt und nutzen das weiterhin, aber auch Messenger-Dienste wie Webex Teams oder MS Teams kann man nutzen. Man muss Guidelines entwickeln. Warum? Weil ich immer wieder merke, dass das Thema Unsicherheit, was kann ich sagen, wie kann ich über meine Arbeit sprechen, doch sehr hoch ist. Und deshalb gibt es Guidelines, aber auch bei den Telekom-Botschaftern gibt es viele Trainings, wo wir sagen, wir wollen die Telekom-Botschafterinnen besonders früh da sind, stärken. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen erklären, dass keiner der Botschafterinnen, die starten wollen, die sich engagieren wollen, in rechtliche Fallstricke tappen. Das hängt mit dem Thema Bildrechte zusammen, das hängt mit dem Thema Persönlichkeitsrechte zusammen und so. Das sind alles Themen, wo man einen gewissen Rahmen geben muss, aus meiner Sicht, um Sicherheit zu haben beim Community Building, aber auch also für die Community Mitglieder, die nach außen wirken wollen. Für mich ist das Team der Sweet Spot, also die zweite Ebene. Warum ist es so wichtig? Weil ich glaube, dass diejenigen sind, die die Rahmenbedingungen schaffen, dass Botschafter wirksam sein können. Und das kann ein kleines Unternehmen kann das ein Community Manager sein. Bei uns sind ein bisschen mehr, die sich freiwillig engagieren über ihre Botschaftertätigkeit hinaus. Und ich hatte da den Community Canvas genommen und den weiterentwickelt für das Thema Corporate Influencer. Und dieses Kernteam, nicht die gesamte Community, kümmert sich um diese drei Themen für die Community, nämlich Identität, also die Frage nach Ziel, wie wollen wir auftreten, was sind unsere Werte und was sind Erfolgsfaktoren für die Community. Dann das Thema geteilte Erfahrung, das kann man nicht laut genug immer wieder sagen. Ich glaube, das Thema Erfahrungen machen ist das eine, aber diese Erfahrungen regelmäßig teilen mit anderen, um Inspiration zu sein für andere, ist eines der wichtigsten Themen, wo sich ein Kernteam oder ein Community Manager zusammen mit einem Kernkunden Gedanken machen will. Und zwar nicht die geteilten Erfahrungen des Community Managers, sondern die Erfahrungen der Mitglieder aus der Community. Das heißt, jede Woche am Freitag oder am Donnerstag, weil wir jetzt auch die Calls aufgeteilt haben, gibt es einen Call, wo diese Erfahrungen geteilt werden können. Es gibt Rituale, es gibt Inhalte der Community, also eine fachliche Tiefe. Und es gibt diese Frage nach Auswahl, also wie wird man Community-Mitglied und wie verlässt man auch die Community? Besonders bei solchen freiwilligen Programmen wie bei den Telekom-Botschaftern ist es auch wichtig, einen guten Ausstieg anzubieten, wo man sagt, okay, ich kann es jetzt aus meinen beruflichen Herausforderungen heraus, kann ich jetzt nicht mehr leisten, Botschafter zu sein, kann ich in einen ruhenden Zustand übergehen und andere. Das sich zu überlegen, zusammen mit der Community das zu etablieren, sind solche wichtigen Dinge. Eins der Rituale der Telekom-Botschafter ist zum Beispiel das Thema, dass es ein recht strukturiertes Onboarding gibt. Typisch deutsch, sagen die amerikanischen Kollegen. Für uns ist es so eine Art Checkliste, wo man sagt, okay, man ist Botschafter-Beginner, hat dann 6 Monate lang einen erfahrenen Botschafter zur Seite, der einem Feedback gibt. Und man hat auch so eine Art Checkliste bei der Aufnahme. Und danach ist man erstmal Botschafter-Einsteiger für 6 Monate und wird dann ritualisiert im Call begrüßt als vollwertiges Mitglied der Community nach 6 Monaten. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ich auf öffentlichen Kanälen dann sehe, dass Botschafter-Einsteiger feiern, dass sie jetzt in den Status der Botschafter übergegangen sind. Das hat nichts mit einem harten Ritual zu tun, aber ich merke, dass diese Rituale, dass man das feiert und dass man es gemeinsam mit anderen feiert, eben der Community sehr, sehr gut tun. Und wir wissen auch, der Community-Manager
ist eine der zentralen Personen. Das bin bei den Telekom-Botschaftern nicht ich, sondern der Alexander Lüken. Und der unterstützt natürlich sehr stark diese Rituale und sagt, okay, lass uns das feiern, beziehungsweise lass uns auch gemeinsam andere Rituale finden, die wir in der Community hochhalten. Wir treffen uns, versuchen uns zu treffen, alle jedes Jahr. Das letzte Treffen war ein sehr, sehr intensives. Von daher hat im Juni diesen Jahres stattgefunden. Das Foto auf der ersten Seite ist auch dort entstanden. Innerhalb dieses Teams stellen wir uns dann die Fragen, die in dem Corporate Influencer Canvas drinstehen. Ich glaube, nicht alle diese Fragen muss man sich am Anfang stellen, sondern wir haben am Anfang vor allem die Frage gestellt, was braucht ihr als Botschafter, und haben versucht, das zu geben, was da ist, was wir geben konnten. Das hat auch gut funktioniert. Mit zunehmender Größe muss man sich natürlich überlegen, wie nutzt man diese Power dieser Community nicht aus, sondern wie nutzt man die im Unternehmensinteresse. Und das immer wieder herauszufinden, ist eine stetige Aufgabe eines solchen Corporate Influencer Programms oder einer solchen Community. Jetzt waren wir auf den Ebenen Organisation, wir waren auf der Ebene Team, also diejenigen, die sich über das Botschaftertun hinaus beschäftigen. Und jetzt geht es auf das Thema Person. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Corporate Influencer Programmen oder Corporate Influencern, die wir teilweise auf LinkedIn sehen, sind, dass manche total alleine unterwegs sind. Die haben eine gute Positionierung, sie haben Haltung zu Themen, sie haben gute Content-Kreation, aber sie sind alleine unterwegs und das macht vielleicht dieses Programm zu etwas Besonderem oder andersrum formuliert zu einem Vorreiter für das Thema Corporate Influencing, weil die selten alleine unterwegs sind. Man hat natürlich immer seinen Buddy, man hat intern Kanäle, wo man das eigene Posting immer so teilt, dass viele Leute anfangen, da auch drauf zu interagieren. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man ein persönliches, fachliches Profil hat. Also Achim hat so schön eingeführt, was sind meine drei Hashtags. Das muss man sich für sein Profil überlegen. Für welche Themen möchte ich da draußen stehen? Wichtig aus meiner Sicht ist, nicht Dinge einfach nur so zu teilen und zu sagen, ich war da, sondern eine persönliche Meinung dazu zu entwickeln und diese auch zu teilen. Sehr, sehr schön, funktioniert auch immer und nicht funktioniert, sondern ist eigentlich ein sehr guter Ansatz zu sagen, was habe ich eigentlich an dieser Veranstaltung oder an den Sachen gelernt und diese gelernten Dinge zu teilen, weil das viel stärker ist, wie jetzt nur ein einzelnes Posting, das ich irgendwie von irgendeiner großen Bühne zeige. Und wir versuchen, eine Vielfalt in der Content-Kreation zu unterstützen, sowohl Bild, Text als auch Video mit reinzunehmen. Da gibt es auch, bei uns heißen die LECs, Lernen von Experten-Sessions, wo wir uns versuchen, gegenseitig zu unterstützen, sowohl was das Profil angeht, aber auch was solche Sachen wie Bildkreation oder Text oder Tipps und Tricks, wie man gute Produktion machen kann, einfache Produktion machen kann, zu unterstützen. Plus eine inhaltliche Fokussierung mit zeitlichem Rahmen verbinden. Ich nehme es am Case der Telekom-Botschafter, sind keine Content-Schleudern für die Corporate-Kanäle. Also es geht nicht darum, Corporate-Botschaften zu verteilen, sondern man muss sich sehr gut auch als Corporate-Influencer überlegen, für welche Themen man steht, mit welchen Themen man in die Interaktion gehen möchte und das mit einem zeitlichen Rahmen verbinden. Bei uns passiert es sowohl in der Arbeitszeit als auch in der Freizeit, weil wir haben nicht definiert, dass jetzt ein Corporate-Influencer x Prozent seiner Arbeitszeit für dieses Corporate Influencing aufgibt. Wir haben starke intrinsisch motivierte Community und viele derjenigen haben einfach Bock drauf, sich für den Arbeitgeber zu engagieren und von anderen zu lernen, wie sie das tun. Und das ist auch immer wieder Teil des Cases. Teil des Calls, den wir wöchentlich haben, um voneinander zu lernen. So, das waren jetzt nochmal die drei Teile, wo ich sage, okay, wenn man so eine Corporate Influencer Community aufbauen sollte, muss man sich um die organisatorischen Rahmenbedingungen Gedanken machen, man muss sich Gedanken machen um das Team, also wer unterstützt es systematisch, dass sich die Botschafter oder die Corporate Influencer weiterentwickeln und dann die Frage, die persönliche Ebene, was ist die Content-Ebene auf Persönlich. Das wird nicht zentral vorgegeben, aber wir versuchen Menschen dafür zu unterstützen, dass sie diesen Lernprozess durchgehen, weil nichts ist schlimmer wie ein inhaltsleeres Corporate Influencer-Profil, wo Menschen einfach nur schöne Bilder posten und nicht auf die Inhaltsebene kommen. So, jetzt wollte ich eingehen auf den Telekom-Botschafter-Case. Wir haben die Möglichkeit, so ein Programm oder so eine Community seit einigen Jahren aufzubauen. Die Telekom-Botschafter sind über 300 Kolleginnen weltweit.
Wir hatten jetzt letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Wachstum. Es hat erst nach Südeuropa sehr stark gestrahlt, dass viele aus Budapest, Madrid, also aus den südlichen Ländern mit dazugekommen sind. Und im letzten Jahr haben wir angefangen, vor allem nach USA zu expandieren. Nicht zu expandieren im Sinne eines strategischen Plans, sondern einfach Menschen, die uns in den sozialen Medien gesehen haben, haben sich uns angeschlossen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt über 300 internationale Telekom-Botschafterinnen zusammenbringen. Wir freuen uns auch über Kolleginnen aus Südamerika und vom ganzen Erdball. Das heißt, die Calls sind zurzeit auch Englisch. Und wir merken auch, dass dieses Wachstum teilweise der Community schwerfällt, weil nicht alle des Englischen so gut mächtig sind. Wir sind in Kreisen organisiert. Ich hatte es ja angekündigt, das Kernteam, 300 Botschafter, wir haben Verteiler von über 10.000 Interessierten. Für die gibt es auch monatlich einen Newsletter. Das ist im Kern Telekom-Botschafterinnen-Content, also Menschen oder Botschafterinnen, die über die Telekom berichten, über ihre Arbeit berichten, werden damit aufgenommen. Ich hatte sehr, sehr häufig, und weil wir hier das Thema interne Arbeitsorganisationen sprechen und interne Communities, gemerkt, dass das Thema Loop und der Loop-Approach für mich eines, nicht der zentralen, aber ein sehr gutes Buch ist, das viele gute Verhaltensweisen zusammenbringt. Ich würde jetzt nicht auf die einzelnen Kernaussagen vom Loop-Approach eingehen. Ich merke nur, dass er für mich und für die Arbeit, die wir im Kernteam gepasst haben, sehr, sehr gut. Das Thema, ich will doch zwei rausgreifen, das Thema Autonomie und Selbstorganisation ist extrem wichtig. Das heißt, schaffe ich es als Community Manager, den Raum zu schaffen, dass Menschen etwas organisieren können, dass sie sich einbringen können? Wie stark unterstütze ich Botschafterinnen und Corporate Influencer dabei, dass sie sich entfalten können? Das ist schon schwierig. Ich glaube, dass es nicht von sich und von selbst ausgeht. Dieser Community Manager und Menschen aus dem Kernteam müssen immer wieder unterstützen und helfen. Genau. Weg von Ego to Self hin zu einem sich gegenseitig unterstützenden Unternehmen rechts oben oder Unternehmung, sage ich mal, wo wir auf eine größere Sache hinarbeiten und uns nicht nur selbst in Social Media präsentieren, ist sicherlich auch ein wichtiges. Und für mich eines der wichtigsten, darum habe ich es auch Magenta hinterlegt, ist das Thema Fokus auf Teams. Wir müssen Teams in Organisationen stärken, damit eine dezentrale Organisation entstehen kann, Probleme zügiger gelöst werden können, nämlich da, wo sie entstehen. Und dieses Kernteam ist für mich eine der Instanzen, die dieses Fokus auf Teams nochmal klar macht. Ich glaube nicht, dass wir alles in der großen Gruppe lösen können, sondern wir brauchen ein Kernteam, das da mit reinspielt und auch manche Entscheidungen trifft, die vielleicht eine große Gruppe nicht treffen kann. Wir haben das Botschafterrat genannt. Ihr seht hier das Core-Team, das Kernteam mit mehreren Rollen. Ich will auf einige mal eingehen. Wir haben den Community-Manager, sehr, sehr zentral, ist der Alexander Lüken. Ich mache vor allem Öffentlichkeitsarbeit, aber auch das Thema Strategie und interner und externer Auftritt. Es gibt Kolleginnen, die sich für das Onboarding einsetzen, Mentoring. Das Thema Know-how-Transfer seht ihr auch, ist im Moment nicht besetzt. Es gibt ein US-Core-Team mit einigen, die sagen, wie schaffe ich das in den US-Markt zu bringen. Es gibt External Ambassadors, also wo wir versuchen, die Telekom-Botschafter nach außen zu öffnen. Es ist ein Call einmal im Monat, wo die Stefanie Clement Griebel immer wieder externe und auch ehemalige Mitarbeitende mit einlädt, mit dabei zu sein und Erlebnisse auszutauschen. Wir haben Listen und Distribution, finde ich extrem wichtig, weil je größer man wird, je wichtiger ist es, die Botschafterliste gut zu pflegen und diese internen Vernetzungen nicht zu dokumentieren, aber die Möglichkeit zu schaffen, schnell auf Ressourcen innerhalb der Telekom zugreifen zu können. Wir haben einen kleinen internen Store für Merch und Online. Wir haben einen Brandfit, also die Frage, wie schaffe ich, dass wir on Brand sind und nicht jetzt gegen die Marke laufen. Und auch Newsletter, von dem hatte ich ja schon berichtet. Und dann immer wieder Projektteams, wie zum Beispiel jetzt vor einigen Monaten das Awake Festival, also Awake war für uns das große Mitarbeiterfestival über 3 Tage, wo aus der ganzen Welt über 15.000 Mitarbeitende zusammenkommen sind, über 3 Tage. Da haben sich auch die Botschafter das letzte Mal getroffen.
So sieht die interne Sicht aus. Das ist unser YAM, unser You and Me, unsere Startseite. Hier stellen sich die Botschafter vor. Das ist auch so ein Ritual. Jeder, der neu in die Community bekommt eine kleine Frageliste, stellt sich mit dem Blogbeitrag vor und wird hier, nachdem er sich vorgestellt hat mit dem Blogbeitrag, wird er im Botschafter-Call begrüßt. Da gibt es die ganzen Calls, Onboarding-Calls, der letzte Newsletter, unsere Mission. Das findet sich alles im Social Intranet. Und da findet sich vor allem so, ich würde sagen, der Heimathafen, der Botschafter, wenn man irgendwelche Dinge sucht über die Community. Wir haben aber noch mehr. Wir haben eine gewisse digitale Infrastruktur. Es gibt diese Calls, es gibt die You&Me-Gruppe, wie ich gezeigt habe. WebEx-Teams-Chat, MS-Teams-Chat fangen wir jetzt auch an, die sich vor allem in unterschiedliche Fachbereiche teilen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche wieder einen genutzt, wo es darum um das Thema Hilfe geht oder wenn wir eine Anfrage haben für einen Vortrag, wird es teilweise auch im Kernteam geteilt, um die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wir haben einen wöchentlichen Newsletter, das ist der Call-Newsletter, wo wir kurz zusammenschreiben, was alles passiert ist, welche vielleicht auch Kampagnen im Unternehmen anstehen, die nächste Woche kommen. Wir haben einen monatlichen Newsletter über die Highlights, wir haben einen externen Botschafter-Newsletter und wir haben Telekom-Botschafter-Treffen, wo wir versuchen, diese Innenvernetzung zu stärken, um nach außen wirken zu können. Rechts seht ihr ein Beispiel für WebEx Teams Chat. Da gibt es auch so einen Kitchen Talk, natürlich, wo ein bisschen Klatsch und Tratsch drin ist, aber vor allem auch so eine Gruppe, die heißt sich zum Beispiel Hilfe und Service, wo wir versuchen, Anliegen, die von Kunden kommen, recht unkompliziert zu lösen. Botschafter an sich sind auch auf den anderen Kanälen unterwegs, also auch auf Twitter und LinkedIn gibt es gewisse Gruppen, wo man sich trifft. Aber der Kern ist so das, was wir als aus Standardsoftware innerhalb der Company mitnehmen. Das ist unsere Strategie. Die Strategie der Telekom-Botschafter-Community hat sich, ich glaube, nach 1-2 Jahren entwickelt und seitdem auch nicht mehr viel verändert. Wir haben ein Leitbild, wir sind die Telekom, auf uns ist Verlass. Wir begeistern mit Agenda Werkstolz unsere Kunden und Kolleginnen. Wir helfen, motivieren und geben der Telekom ein persönliches Gesicht. Das manifestiert sich in 3 Zielen, nämlich einmal Love Magenta, Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Dann 2, We Won't Stop, Kunden helfen und gewinnen. Und 3, Kolleginnen motivieren und gewinnen mit dem Hashtag Werkstolz. Wir haben die gleich verbunden, die Ziele, damit, wenn Botschafterinnen aktiv da draußen werden, die auch die Hashtags nutzen können. Grundlage ist ein Mindset, Vernetzung und Wissensvorsprung. Wir sagen immer, wir zahlen auf das große T ein, haben aber keine T-Kostenstelle. Wir sind sehr breit aufgestellt, was die Ziele angeht. Das hilft uns in vielen Dingen, weil wir selten sagen, wir fühlen uns nicht verantwortlich. Auf der anderen Seite ist so eine breite Aufstellung bei einem sehr funktional aufgebauten Konzern natürlich manchmal auch eine Hürde, Dinge schnell in der Hierarchie oder in der Organisation lösen zu können. So, jetzt 3 Geschichten, das ist quasi der Abschluss. Einmal das Thema Love Magenta, Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Ist ein Beispiel von der Janine Parus, die mit einem Magenta-Rucksack auf der Zwickauer Kirmes war und angesprochen worden ist von einer alten Dame, hat die auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hey, sind Sie von der Telekom? Ich würde gern wieder zurückkommen. Nette Geschichte, aber das Interessante dabei ist, dass die Charlie die ganze Zeit an der älteren Dame mit dran war. Sie kann nicht auf die Kundendaten zugreifen, aber sie hat immer wieder gefragt, hat es in die internen Prozesse geschoben und hat so eine zufriedene Kundin dem Unternehmen zurückgebracht. Warum? Ganz einfach, indem sie Magenta Rucksack getragen hat. Also Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Das zweite Thema, We Won't Stop. Wir haben eine Kampagne gehabt beim Service, wo es darum geht, dass wir wie ihr seid. Warum? Ihr glaubt gar nicht, wie viel Hass und Hetze wir gegenüber den Corporate Accounts auf dem Thema Social Media bekommen, auch beim Thema Service. Und da war es uns wichtig. Ja? Irgendwie sind deine Folien so verschoben. Wir sind irgendwie 2/3 von der einen Folie und 1/3 von der anderen. Ich habe gerade gecheckt. Jetzt sieht es gut aus. Danke dir. Ja, das hat ihr sehr gerne. Hat irgendwie das eigentlich übertragen. So, da ging es um die Service-Kampagne. Und was wir gemacht haben, das waren quasi so Mitarbeiterinnen auf dem Service, gute Fotos gemacht, über sie gesprochen, was sie eigentlich sind, was sie ausmacht als Person. Und wir haben es geschafft, diese Kampagne nicht nur zu verlängern, sondern auf über 40 Telekom-Botschafterinnen auszuweiten, die das dann auch in Fotos genutzt haben auf ihren persönlichen Accounts. Und wir haben in den Ergebnissen gesehen, dass die
die Interaktionsraten, auch die Reichweiten in unterschiedlichen Netzwerken sehr, sehr hoch waren. Wir haben uns sehr gut gefreut, dass so eine Kampagne, die sowieso da war, also EDA-Kampagne, dass wir die nutzen konnten für die Telekom-Botschafter und für persönliche Botschaften. Ihr sitzt da, ich nehme jetzt mal einen Pavel Dillinger als einer der Botschafter-Gründerväter. Ich bin ein Paradiesvogel, ich bin ein Macher und ich arbeite seit über 25 Jahren bei der Deutschen Telekom. Oder ganz rechts, die Corinna Schierlo ist eine Kollegin aus dem Service, ist eine stellvertretende Shopleiterin bei der Deutschen Telekom. Ich bin organisiert, ich bin eine Perfektionistin und ich bin immer für euch da. Oder ich habe immer für euch Zeit, damit ich eure Kundenanliegen bedienen kann. Also, das war das Thema Love Magenta, Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Das zweite Thema, we won't stop. Der Kunden auch helfen, wenn es darauf ankommt. Und das dritte ist das Thema Werkstolz, Kunden gewinnen und Mitarbeiterinnen gewinnen. Die Geschichte spielt im Jahr 2016, als ein junger Mann namens Philipp sich auf der IFA bei Pavel Dillinger angesprochen hat und gesagt, ich würde gerne für die Telekom arbeiten. Pavel hat ihm eine Referenz gegeben und hat ihn mit in die Organisation gebracht. Also auch in der Hinsicht sind Corporate Influencer dafür da, zum Beispiel auch Personal zu rekrutieren. In dem Fall ist es wunderbar gelungen. Philipp hat eine Ausbildung bei uns gemacht und ist jetzt selbst Telekom-Botschafter geworden. Genau, abschließend vielleicht, wenn mit der Dauer, ich glaube, das hätten wir nicht am Anfang geschafft, aber ganz mit der Zeit ist dann auch der Markenchef mit auf uns zugekommen, hat uns mit einem Workshop ein eigenes Logo entwickelt und wir sind jetzt im offiziellen Love Magenta Store. Also wenn ihr im lovemagenta.com das Thema Ambassador eingebt, seht ihr ein Ambassador-Pin, T-Shirt, ein Cap und weitere Möglichkeiten, den Stolz, den man hat auf die Firma, auch nach außen zu zeigen. Wir teilen diese Geschichten. Das sind die Geschichten des Gelingens. Die habe ich auch hier in der Hand, wo wir diese Geschichten von Mitarbeiter für Mitarbeiter immer wieder erzählen. Wir machen das, um aus stillen Mitarbeiterinnen Fans des Unternehmens zu machen. Dieses Visual ist nicht von mir, sondern von René Jeroch, ein Kollege, der ist ein Community Manager bei den Social Media Kanälen von Corporate Communications und dem seine Passion ist Sketchnoting und er hat uns das gemacht und es zeigt sehr, sehr deutlich, was da alles passiert oder was passieren kann, wenn man Mitarbeiter dabei unterstützt, ihre Passion zu leben. Das war es aus meiner Sicht, das war mein Impuls. Ich entschuldige die technischen Unzulänglichkeiten. Ich werde gleich die Folien auch nochmal stoppen und dann kann ich euch besser sehen.